Nein, wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Entschuldige, ich muss einen Hustenbonbon dann nur nehmen, sonst ist die Stimme gleich wieder weg. Und wir wollen die BenQ Wit aufbauen. Also die kleine, die, wie heißt sie richtig? Genie E-Reading Lampe Quick Start Guide. Das steht hier noch extra bei. Und ich habe schon getestet, ist genauso groß von der Leuchtfläche und so wie das große Modell. Bloß der Kranz oben. Entschuldigung. Also der Kreis, hier ist es Plastik, bei der anderen ist es Metall. Da hat es ja auch, bei der anderen hat es ja auch eine Bewandtnis. Da macht es ja auch was. So, ich habe hier auch noch ein Stück weißes Plastik mit bei. Keine Ahnung. Ich mache mal streng nach Anleitung. Oh, hier ist ja alles chinesisch. Turn on. Doch, die macht was, der Ring. Obwohl er hier halt Plastik ist. Gut, dann sparen sie da halt was mit den Materialien. Hier Plastik, da Metall. Weil es die teurere ist. So. Ach, alles klar. Gut, jetzt weiß ich, für was das ist. Wir sollen das hier raufsetzen. So, dann nehmen wir uns ein Imbo und schrauben die erste rein. Machen aber nicht fest. Dann nehmen wir uns die zweite. Da können wir jetzt langsam festmachen. So. Wirklich mal richtig festmachen hier. Opa. Geht ja ins Kinderzimmer zur Großen. Und ihr wisst, die Kinder sind. Hoppala. Lassen wir lieber. Na, fest kommt ab. Ach so, das brauche ich nicht kleben. Das brauche ich nur einfach rinsetzen hier. Okay. Okay, haben wir. Dann fallen die Schrauben nicht mehr auf. Okay, gut. Das ist, gefällt mir. Das soll da rein? Wie soll denn das da rein? Okay, also das soll wohl. Ich drehe mal um kurz für euch. Wir sollen den Kabel circa 8 cm Schlauch machen, so. Und dann soll das hier rein. Ach doch, geht einfach reinzudrücken. Okay. Der Kabel ist auch gesleeved.
Ja, ich weiß, es heißt das Kabel. So. Können auch ein bisschen variieren. Aber ich finde es sowieso ein bisschen schöner, wenn hier oben ein bisschen zu sehen ist. Gucken wir mal nach. Haben wir hier noch? Also ja, ein Stück weiter runter machen. So haben wir es jetzt gemacht. Wenn ich ganz nach unten mache, haben wir hier so ein bisschen Kabel. Ja. Aber meistens ist es ja sowieso etwa so. Oder wenn man das nach vorne macht und dann halt hoch, geht dann halt, habe ich jetzt extra so verlegt, dass wir so eine kleine Drehung hier drin haben. Dadurch geht es dann halt so zusammen. Und wenn wir dann so haben, ne? Man könnte es ja natürlich auch noch ein bisschen weiter runter machen, aber egal. So. Dann ist hier eigentlich gar nichts weiter zu beachten. Das war es eigentlich schon. Wir brauchen jetzt nur noch den Adapter. Den stecken wir hier rein. Brauche ich hier den Adapter, der für Deutschland bzw. für Europa ist. Es gibt zwei, wusste ich auch nicht. Also ich verwechsel die immer. Ich glaube, der ist für England mit dem Pinüppelchen, oder? Aber für was ist das mit schräg? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir hier zweimal den gleichen. Also wirklich zweimal den gleichen. APD2 Europa, APD2 KR. Die sehen exakt gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass bei KR das Schwarze ein bisschen dicker ist und dass bei Europa die Pinüppel ein bisschen zusammen sind und da bei dem anderen gerade hier. Das ist Europa und das ist KR. Wir nehmen Europa. So, jetzt haben wir das befestigt. Ich zoome euch mal raus. Ihr solltet ja auch alles mitkriegen hier. So. Jetzt werden wir mal hier Strom rein buttern. So. Und dann gucken wir uns die mal. Oh, herrlich. So. So, das ist jetzt die BenQ Vid. Doch, der macht was, der macht an und aus. Finde ich aber mit dem Silber, also hier geht es ja so ein Stück rein, das ist wirklich nur ein Plasterrad. Finde ich mit dem Silberrad, was bei dem größeren Modell ist, wesentlich eleganter und schicker. Aber es ist eine Schreibtischlampe und die größere ist halt ist etwas eleganter, die kann man als Schreibtischlampe, muss man aber nicht nutzen. Kann man auch so nehmen als Stehlampe. Kann man hier auch drauf drücken. So, jetzt gelb, pur weiß. Und jetzt die Helligkeit. Das ist das Hellste. Das ist das Dunkelste.
Jetzt können wir hier nochmal zu Gelb wechseln. Das ist das ganz Gelbe. Und das machen wir jetzt mal am hellsten. Das finde ich. So, wartet mal. Ich biege das mal jetzt. Also nach hinten geht es nicht weiter zu biegen. Ich müsste das mal so machen, damit ihr das sehen könnt. Eventuell. Dass ihr das sehen könnt. Wir haben hier LEDs. So, könnt ihr vielleicht sehen, so ein bisschen. Hier sind die LEDs. Wir haben hier so ein geriffeltes Glas. Und hier innen drinnen natürlich Sachen, die reflektieren. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell das eigentlich hier. Achso, falsche Lampe, falsche Seite dreht. So. Ich muss die andere Seite drehen. So. Und jetzt kommt langsam das Weiße dazu. Jetzt ist immer noch Gelb. Jetzt verschwindet das Gelb und jetzt ist nur noch Weiß da. Ich mache mal ein bisschen was dunkler, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So, und jetzt machen wir hier leicht Gelb dazu. Seht ihr das, dass das? Ich hoffe, das kommt im Video so gut rüber. Jetzt ist nur noch Gelb. Und ich finde halt so eine Mischung, so Gelb mit dezent Weiß. So habe ich es bei mir am Schreibtisch auch. Ich gucke gerade. So. So habe ich es bei mir am Schreibtisch. Überwiegend Gelb mit einem Prise Weiß. Ist halt ein schönes angenehmes Licht, auch für abends. Es tut nicht so sehr wie in den Augen. Und das ist wirklich so geil. Machen wir hier noch ein bisschen Platz, dass ich euch das noch ein bisschen zeigen kann. Weil im Gegensatz zu allen anderen Schreibtischlampen, wo das Licht einfach nur runter scheint. Oder halt, in die, also dass hier so ein Pinüppel dran ist und dann einfach dahin scheint, wo er hin macht. Geht die von BenQ durch diese Gebogene wirklich trichterförmig. Und wir können halt natürlich die Helligkeit hier auch noch anpassen. Dann können wir das ein bisschen runterregeln. So. Und wenn wir das jetzt ganz hell machen. Warte mal, sieht man das vielleicht ein bisschen. Der Schreibtisch ist natürlich jetzt nicht aufgeräumt. Also der Arbeitstisch jetzt hier. Weil wir haben ja gerade das Unboxing gemacht und so. Aber nur, dass ihr das mal sehen könnt. Ich glaube, es kommt jetzt vernünftig rüber, dass ihr das seht. Hier ist hell, hier, hier und hier nicht. Auch hier nicht. Ist wirklich nur der Streifen hell, weil es geht so lang runter, also praktisch auch ein bisschen kegelförmig so nach der Seite und kegelförmig so. So. Das heißt, wenn ihr das am Schreibtisch habt und hier an Tastatur habt oder so, es ist, selbst wenn ihr braucht die nicht mal großartig bewegen, habt ihr hier schön hell, da alles dunkel. Es kommt nichts im Monitor, was sich spiegelt. Ihr könnt vernünftig schreiben. Ihr könnt auch noch weiter runter regeln. Wenn ihr sagt, ey, mir reicht das so aus, dass so ein bisschen Licht kommt, dass ich die Tastatur sehe und dass es mir nicht in den Augen wehtut und fertig ist. Und dann ist wirklich auch nur dieses Stück hier, wo die Lampe hinleuchtet, beleuchtet. Alles andere bleibt dunkel. Und die kann man halt so schön variieren. Ja, also man kann halt praktisch die nach unten machen. Und dann so, wenn man dann halt hier praktisch hier hinten irgendwie weiter weg was beleuchtet haben will. Hier sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil wir nur einen Arm haben. Bei der BenQ Vit, bei dem großen Modell, haben wir zwei Arme. Wir haben auch hier oben, wir können komplett so, so oder so machen. Also da ist halt, könnt ihr euch so einstellen, wie ihr wollt. Ich habe es bei mir jetzt, ehrlich gesagt, ich kann es euch mal zeigen. So, ich mache die mal ein bisschen höher, nur dass, also so dass ihr das so seht, wie ich es bei mir jetzt, so, hoppala. So, ach man, an. So, und dann habe ich sie bei mir so ein Stück gekippt. Minimal gekippt. Ganz minimal hinten runter gemacht.
Ich sehe trotzdem nicht die, jetzt bei der hier, ja, auf der Höhe sehe ich jetzt die Birnen hier, bei meiner nicht. Und ich habe das Licht dann noch ein bisschen weiter zu mir. Bei der Tastatur. Voll geil. Wenn du natürlich gerade machst, dann siehst du hier keine Birnen. Du siehst hier nur das Graue. Du siehst keine einzelne Birne, auch wenn du das dann halt so rausziehst oder so. Und schreibst hier, du siehst halt nur die Lampe. Du siehst die Lampe, das Graue siehst du, du hast dein Drehrädchen, du siehst nirgendwo in irgendeine LED rein, wo du sagst, oh, jetzt war ein bisschen hell oder so. Na komm. Und deswegen liebe ich die so. Du kannst so viel stellen bei der BenQ, bei dem großen Modell, bei dem kleinen halt ein bisschen weniger. Die Qualität ist erste Sahne. Wirklich erste Sahne. Und die leuchtet wirklich nur dahin, wo man hinleuchten will. Man kann sich das Licht aussuchen, man ist nicht fixiert. Du musst weißes Licht nehmen, du musst gelbes Licht nehmen. Nein, du kannst weißes nehmen, du kannst gelbes nehmen, du kannst dir das selber anpassen. Mehr weiß, mehr gelb. So wie du es gerne haben möchtest, ohne dass du Kopfschmerzen kriegst, dass du das lange aushältst. Ist so geil. Und jetzt kann ich endlich die Kleine auch testen. Wie gesagt, die geht zu meiner Tochter ins Kinderzimmer auf den Schreibtisch, dass sie eine vernünftige Schreibtischlampe hat. Weil ich kann es nur sagen, die ist zwar teurer, aber es gibt nichts über BenQ Wit. Es tut mir leid, also ich kriege dafür auch kein Geld, dass ich das sage. Das ist meine ehrliche, wahre Meinung. Was soll ich machen? Ich will euch halt nicht anlügen. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.